Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Nein, in diesem Part geht es nicht um The Almighty Crap. Nein, hier geht es auch nicht um den Outlast Demo Part mit einer Facecam, die morgen released wird auf meinem Channel. Nein, hier geht es auch nicht um das Halloween Special, das am Ende des Monats am 30., wo wir 3 Jahre auf YouTube sind, kommt. Nein, 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 das könnte nicht sein. Sondern es geht darum, welches Let's Play wir nach Enderal machen. Beziehungsweise so zwischen Enderal halb-halb, was ich aufnehmen kann. Denn Enderal neigt sich wohl oder übel dem Ende, jedenfalls mit meinen Aufnahmen. Ich bin jetzt beim 124. Part, glaube ich. Und sagen wir es mal so, ich bin gerade auf der letzten Mission. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr danach noch Bonusmissionen haben wollt, wie zum Beispiel Nebenquests, wie Swallowing Along, bla 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 Gedöns, weil ich Enderal wirklich geliebt habe. Ich habe 124 Parts durchgesuchtet einfach mal. Und jetzt nähert sich alles dem Ende. Unglaublich gut das Let's Play. Genau. Und jetzt ist die Frage, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich möchte ja sehr gerne die Let's Plays, die ich auf meinem Kanal habe, gerade so ein bisschen zu Ende bringen. Und zwar wären zur Auswahl keine neuen Let's Plays, sondern StarCraft 2, Hearts of Swarm. Da haben wir den ersten Teil gespielt. Der zweite dürfte etwas kürzer sein, zusammen mit danach dann eben Legacy of the Void. Die sind beide ein bisschen kürzer. Dann auf einmal, beziehungsweise, was ja jetzt bald oder letztens rauskam, nämlich die gute Bioshock HD Kollektion. Und zwar der zweite Teil haben wir noch nicht gespielt. Den würde ich dann im HD-Modus zocken. Da gibt es ja die für 20 Euro. Habe ich schon. Deswegen für 20 Euro das Gute aus. Bioshock-Ding. Bioshock 2. Oder so mal zu Ende Let's Playen. Ich habe schon wieder so eine kleine Abstimmung kreiert. Die könnt ihr natürlich abstimmen. In den Beschreibungen. Da rein. Ihr könnt nur einmal abstimmen. Wählt weise. Und das wird dann nächstes Mal Let's Played. Es kann natürlich wahrscheinlich erst im Dezember, November, Januar kommen, das Let's Play dann. Bloß ich dachte, ich kann ja jetzt schon mal sozusagen die Abstimmung machen, weil ich ja nichts mehr zum Aufnehmen habe, außer WoW. Und WoW kommt ja sowieso immer, ist ein endloses Projekt. Deswegen schreibt in die Kommentare, was ihr denn davon sehen wollt. Bis denn.